Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Ja, was ist geschehen? Ganz einfach. George hat sich ein bisschen hier rumgetrödelt, hat da ein paar Sachen gesucht und gefunden, rumgerätselt und Statuen gefunden, um nachher zu erkennen, ich habe gar nicht alle Statuen. Und habe diese grüne Statue noch bei Nico im Garten gefunden. Letztendlich konnte ich dann doch mal die Figuren ein bisschen herumdrehen und ja, herumtasten. Das, was auf jeden Fall richtig lag, das war, dass Blau zu Blau gehört und Grün zu Grün gehört. Nun, die Tür ist aufgegangen, eine Geheimtür. Und George und Marques ist jetzt in einem Raum gelandet. Und ich muss mich jetzt mit Ramon streiten, was Wolfram ist. Ja, dann sehen wir mal weiter. Was ist Wolfram? Das war eine Bergbaufirma. Geleitet von einem Mörderschwein namens Genen. Im Bürgerkrieg unterstützten sie die Faschisten. Dafür bekam Genen Soldaten für seine Drecksarbeit. Sie waren hier, brachten ihren schmutzigen Krieg in dieses Haus und haben Senor Xavier getötet. Xavier, das ist... wo ich das als erstes gelesen habe, habe ich erst sofort an Xavier Naidoo gedacht, aber... Oder Xavier, aber der heißt Xavier. Und da gibt es ein Genen. Wer das wohl ist? Sie haben Xavier erschossen, Senor Marques Vater? Ich war noch klein. Aber es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. Er und sein Freund Hernandez wurden erschossen wie Tiere. Warum waren sie gekommen? Sie waren auf der Suche nach irgendwas. Und sie brachten Tod und Verderben. Da war etwas, das habe ich nie begriffen. Xavier hat versucht, durch die Bibliothek zu fliehen. Aber die Bibliothek hat vergitterte Fenster. Eine Sackgasse. Aber warum ist er dann da reingegangen? Dieser Genen, wer war er? Er war Schweizer, Geschäftsmann und ein Mörderschwein. Und was hat er hier gewollt? Keine Ahnung. Wenn er gerade niemanden gefoltert hat, verschwand er in der Bibliothek. Er war wochenlang da drin, machte sich Notizen, studierte Karten. Seine Leute haben ganz Katalonien durchforstet. Auf der Suche nach irgendwas. Haben Sie es gefunden? Wer weiß. Eines Tages war Genen einfach weg. Ist nie mehr aufgetaucht. Ein Unfall vielleicht in den Bergen. Seine Seele soll in der Hölle verrotten. Die Soldaten haben nicht sehr lange nach ihm gesucht. Die hassten ihn auch. Kein charmanter Typ. Der Name Genen kam mir bekannt vor. Mir noch nicht. Er war derjenige, der versucht hatte, La Malediktio zu kaufen. Kann das ein Zufall sein? Sowas wie Zufall gibt es gar nicht. Als die Soldaten fort waren, haben Sie das Haus übernommen? Ja. Ich bin nach ein paar Jahren zurück und habe aufgeräumt. Hat mir das Herz gebrochen. Die Bibliothek habe ich zugesperrt. Genens Papiere wollte ich nicht anfassen. Okay. Kann ich mal in die Bibliothek rein? Nein. Ich habe sie Senor Xavier zu Ehren verschlossen gehalten. Bitte, es ist wichtig. Der Schlüssel ist weg. Wo ist er? Seit der Nacht, als ich zugesperrt habe. Ich hatte auf das Andenken Senor Xaviers etwas getrunken. Der Weinkeller war gut gefüllt, Signora. Es war eine lange Nacht. Ich habe den Schlüssel versteckt. Nur weiß ich nicht mehr, wo. Er ist weg. Das war alles, was übrig war am Morgen. Hab seither keinen Tropfen mehr angerührt.
Was für ein Saufgelage. Ich musste herausfinden, woran Genen in der Bibliothek gearbeitet hatte. Da ist wohl sehr viel Alkohol geflossen. Dann lass uns doch mal erstmal zu wir. Aha, ich kann doch mal in den Kamin noch mal reingucken. Okay. George, bist du da? Das Gitter war wieder eingerastet. Okay. Junger Ramon und ganz schön und Genen. Ich habe sehr viele neue Leute dazu gekriegt. Okay. Saufgelage, alte Flaschen, keine Ahnung. Hof. Schutt. Sie hat aber noch nicht so wirklich darüber was erzählt, oder? Der Platz war früher mal sehr schön gewesen. Selbst so zugewachsen strahlte er noch Ruhe aus. Ich frag mich, wie die eigentlich überleben können, diese ollen Pflanzen. Da kommt keine Sonne hin. Sind das eigentlich Nachtschattengewächse? Efeu? Weiß ich gar nicht. Zumindest die Pflanzen gedienen bestens im Schutt. Also nicht Nachtschatten, also ich meinte das jetzt nicht so, als wären das giftige Pflanzen oder sowas. Ich würde jetzt hier nichts Falsches sagen, sondern ich meinte, ob die wie Moos kein Licht brauchen. Also nicht viel Licht. Oder gar kein Licht. Ich sollte das Thema wechseln. Die Tür war abgeschlossen. Ich musste den Schlüssel finden. Oh Gott. Ich fragte mich, wo Ramon ihn versteckt hatte. Wenn er gesoffen hat, wo geht er hin? Der kriegt bestimmt Nachdurst und geht erstmal zum Brunnen, darum ist er so trocken, wa? Naja, ich gehe erstmal raus. Sowas wollte ich eigentlich gesagt haben. Ramon kann mir ja nicht wirklich viel erzählen. Nicht mehr. Wildnis, Sonne nur. Aus dem Garten war eine wuchernde Wildnis geworden. Schön. Der Sonnenuhr zufolge war es irgendwie mittlerer Nachmittag. Okay, da steht die Eva. Da ist der Brunnen. Der Brunnen war schon lange trocken. Ja, da war Ramon wahrscheinlich schuld dran. So, da ist sonst nichts mehr zu erkennen. Oh. Ich kann nochmal zum Auto gehen. Flaschen. Hat er sich hier einen weggehauen? Die Ziege. Warte mal. Kann man hier noch zurück? Nee. Ich kann noch zum Brunnen gehen. Ich gehe mal nach Eva. Gut. Gehen wir mal noch ein bisschen mit Eva rum. Eva, freut mich, dass es ihrem Vater gut geht. Oder Eva. Er ist alt und töricht. Er gehört nicht hierher. Aber er hört ja nicht auf mich. Ich vermute, es geht ihm immer noch um dieses Gemälde? Ganz recht. Wir haben es entschlüsselt. Tatsächlich? Ja, wir haben einen Geheimgang hinter dem Kamin entdeckt. Was? Ihr Vater und George sind hineingegangen. Was? Das ist ja wohl ein Witz. Er ist ein alter Mann. Keine Sorge. George weiß, was er tut. Das sagt er zumindest immer. Okay. Gehen wir mit dem Mob. Das würde sie wohl kaum interessieren. Wieso nicht? Du trägst schon seit Stunden einen Mob mit dir herum. Oder mit Kaugummi? Das würde sie wohl kaum interessieren. Erzähl was über dich. Was Verdächtiges bemerkt? Außer Ihnen und Ihrem amerikanischen Schatz? Nein. Er ist nicht mein Schatz, wissen Sie? Mir doch wurscht. Wurscht. Sind Sie jemals in der Bibliothek gewesen? Nein, es hieß, die sei abgeschlossen. Der Schlüssel fehlt. Ramon hat ihn wohl vor Jahren versteckt und weiß nicht mehr wo. Schade. Können Sie sich vorstellen, wo Ramon den Schlüssel versteckt haben könnte? Halten Sie mich für eine Hellseherin? Nein, aber vielleicht hättest du ja eine Idee. Ihr Vater wirkt sehr gebrechlich. Er ist alt und braucht keinen, der ihn an der Nase rumführt und nach verlorenen Schätzen suchen lässt. Bis später dann. Ja, die war wirklich keine Hilfe. Ja, gut. Dann haben wir noch das Bild hier zu klären. Ich kann an die Autotür ran, wie ich das sehe.
Oh, ich habe doch keine Äpfel. Mob. Und Ziege. Die tut es. Nein, das wäre nicht gut für das Tier. Aber die tut auch nichts, wenn du da bist, wa? Hallo, Kleines. Ist nicht wahr. Wenn man fett gefressen ist, tust du auch nichts mehr, ne? Ein Haufen alter Äpfel. Sah aus, als hätte der Ziegenbock viele davon gefressen. Darum ist er auch gerade so brav. Ein Haufen alter Brandyflaschen. Ramon musste diese Nacht vor all den Jahren im Auto verbracht haben. Na dann. Ja, sieht ja sehr gemütlich aus. Ein Dosenschlüssel. Der Boden des Wagens war übersät mit Sardinendosenschlüsseln. Ein altes Paar Schuhe. Wenn man nicht von Schlüsseln redet. Dosenschlüssel. Das Armaturenbrett wirkte intakt. Aber fahren würde die alte Familienkutsche nie wieder. Ein 5T71. Außergewöhnlich. Du weißt, was das für ein Radiomodell ist? Respekt! Hupe kann ich nicht nehmen. Lass noch ein Innere. Das Innere des Wagens sah übel aus. Oh ja. Ah, da steht ein Buch. Ich hob es auf. Sah wie ein altes Tagebuch aus. Es gehörte Ramon. Die Bibliothek wird ein Schrein sein. Keiner wird sie betreten. Ich verstecke den Schlüssel an einem sicheren Ort, sobald ich was gegessen habe. Ich habe, was ich brauche und weiß, was ich tue. Deine Augen so blau, du schöne Maid. Ich denke an dich die ganze Zeit. Ein aufstrebender Poet, unser Ramon. Wie Efeu am Baum sind verschlungen unsere Leben. Ja, so viel bedeutest du mir eben. Hübsch. Hey, ich hab das gerade gelesen. Zurück. Ich will das haben. Warte, hallo, geh mal raus. So, hol die Ziege, das ist wieder zurück. Kein Respekt vor großer Kunst? Ziemlich schwere Kost, wie? Wie, hast du alles weggegessen? Ach du Gott. Dann geh ich nochmal rein. Da ist eine Flasche. In dem Gerümpel auf dem Boden der Karre lag eine alte Brandyflasche. Komisch, ist sonst hier nichts zu finden, verdammt. Jemand hatte im Auto geschlafen. Aber vor ewigen Zeiten. Ich weiß es noch nicht. Also im Auto liegen Dosenschlüssel. Oder noch eine Flasche. In dem Gerümpel auf dem Boden der Karre lag eine alte Brandyflasche. Dosenschlüssel. Ein Haufen alter Brandyflaschen. Ja, ja. Der Ziegenbock war festgebunden. Wieso war mir nicht klar? Das sanfte Tier hätte doch keinem was getan. Sanfte Tier, da wollte George Stobbart die an die Hose gehen. Ein gefährliches Tier ist das. Keine Ahnung. Komm, gehen wir zurück.